Moin Leute, sorry, ich bin mal wieder heiser, ich war wieder auf dem Ausflug unterwegs, aber das ist das letzte Mal dieses Jahr versprochen. Yeah! Ich habe heute einen richtig coolen Kartentrick für euch. Dieser Kartentrick heißt zu viele Karten. Und ich werde das Ganze jetzt performen. Und im nächsten Video, nächste Woche, kommt die Erklärung dazu online. Und mein super duper special mega Video kommt auch innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen online. Ich weiß, ich sage immer wieder irgendwelche Ausreden, aber ich sage es einfach ganz ehrlich raus. Ich hatte wirklich keine Zeit, das zu drehen. Und das Ganze wird dann innerhalb dieser Woche abgedreht. Erklärung zu diesem Trick ist in der Videobeschreibung, aber ich empfehle es auf jeden Fall, euch erst diese Performance anzugucken, damit ihr die Erklärung später auch versteht und wisst, worum es geht. Auf geht's! Für diesen Trick benutze ich ein stinknormales Kartenspiel, das wir jetzt erst einmal ein bisschen durchmischen können. Ich benutze jetzt einfach mal einen Hindu-Shuffle, weil ich den relativ wenig benutze in meinen Videos, ist mir so aufgefallen. So. Und jetzt darf der Zuschauer sich in etwa ein Drittel bis ja ein bisschen weniger als die Hälfte des Kartenspiels von oben runternehmen. Das darf der Zuschauer jetzt völlig frei, wie er lustig ist, durchmischen, wie so ein Zuschauer das halt machen würde. Vielleicht wird er noch ein bisschen abheben, wie auch immer, wie ein Zuschauer das halt machen würde. Und dann darf er sich die oberste Karte angucken. Pik 3 ist jetzt in diesem Fall die Karte des Zuschauers. So, und jetzt darf der Zuschauer ein bisschen mehr als die Hälfte des übrig gebliebenen Decks sich nehmen und oben auf seine Karte oben drauflegen, sodass seine Zuschauerkarte komplett verschwindet in diesem Fall, ja? So, jetzt machen wir Folgendes. Wir haben zu viele Karten. Wir wollen die Zuschauerkarte auswendig machen. Und dazu bilde ich jetzt erst einmal alterniert zwei Stapel. So. Stapel werden wir los. Aber wir wollen immer noch mehr Karten loswerden, denn wir haben immer noch zu viele Karten. Heißt, die Karte werden wir los und die Karte behalten wir. Loswerden, behalten, 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 loswerden, behalten. Die sind wir losgeworden. Weiter geht's. Loswerden, behalten, loswerden, behalten, loswerden, behalten, loswerden, behalten, loswerden, behalten. Weiter geht's. Loswerden, behalten, loswerden, behalten, loswerden und loswerden. Und in dieser Hand hier habe ich jetzt noch die Pik 3, die Karte des Zuschauers. Ja, das war auch schon die Performance des Tricks. Ein unglaublich einfach auszuführender, aber meiner Meinung nach relativ effektvollen Tricks. Ich habe mir überlegt, ich möchte das ab nächstem Jahr einführen, also ab Januar werdet ihr das dann sehen. Wird jedes Mal, wenn ich einen neuen Trick zeige, dieser Trick bewertet auf meiner Mr. Tricks XL Skala. Von der Skala 1 bis 10, dabei ist 10 absolut schwierig und 1 absolut einfach. Heißt, ihr könnt direkt am Anfang des Videos schon einmal einordnen, ist das ein eher einfacherer oder ein eher schwierigerer Trick für mich. Hängt natürlich von jedem Einzelnen ab, aber so wie es für mich ist, wird es auch für euch sein, weil ich der Otto-Normal-Verbraucher bin in dem Fall sozusagen. Ich bin ja kein großer Profi-Zauberer, ich mache das ja alles nur als Hobby, um mal eben in der Kneipe oder wenn man mal mit Freunden unterwegs ist, wie auch immer, mal eben hier, guck mal, zack, 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 verblüfft, einen Witz gemacht, drüber geredet und weiter geht's. Für die Erklärung zu diesem Trick klickt euch in die Videobeschreibung. Wenn dir diese Performance gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Unglaublich traurig wäre ich natürlich, wenn du diesem Video einen Daumen nach unten geben würdest, aber wenn du es total kacke findest, gib ihm lieber einen Daumen runter und zeig mir es dadurch, als einen total sinnlosen, beleidigenden Kommentar zu hinterlassen und die anderen Leute dann auch noch zu nerven. Bei Fragen und Anregungen und falls du unbedingt vorschlagen willst, wie dieser Trick funktioniert, wie auch immer, alles in den Kommentaren hinterlassen. Ich lese jeden Kommentar und ich antworte auch sehr gerne auf jeden zweiten Kommentar. Fragen beantworte ich unglaublich gerne. Was ich nicht beantworte, ist natürlich sinnloses Rumgespamme. Wir sehen uns in der Erklärung. Bis dahin. Ciao.